Wird die Frau Matuschek jetzt Anwältin? Wird sie es oder wird sie es nicht? Das ist hier die Frage. Wir fahren natürlich erstmal nur. Da? Ja, hallo. Wie geht's denn dir so? Gut, und dir? Ja, ganz gut, ne? So weit. Ist ja mal schön. Ja, ja. Und hör mal, wenn ich Glück habe, ne? Werde ich Anwältin. Ist doch schön. Ja, ja. Also, wenn ihr mal jemanden braucht, steht ja auch auf meinem Ausweis vorne: internationale Anwaltsanwärterin. Okay, gut. Nee. Also, falls ihr mal jemanden braucht, kannst du schon mal sagen. Naja, ich weiß ja nicht, ob ich meine Prüfung bestehe. Die ist erst heute Abend. Nee, aber wenn, dann hole ich uns alle immer aus dem Knast. Das ist gut. Nee, das ist doch schön zu wissen. Du kannst ja. Naja, wenn ich jetzt sage, erzähl schon mal deinen Kollegen und es passt nicht, dann ist natürlich auch blöd. Nee, naja, gut. Ja. Naja. Da weißt du ja schon mal Bescheid, mein Freund. Ja, und dann, wenn du das bestanden hast, kommst du einfach her und dann. Können wir ja über dein Honorar sprechen. Ach, das kriegen wir alles hin, ne? Na ja. Alles klar, gut, ich muss mal los. Ich muss noch ein bisschen Metallschrott wegbringen, weil ich, naja, du weißt ja, Nebenjob und so, ne? Ja, genau, alles gut. Dann grüß die anderen schon mal schön und bis später, ne? Bis später. Müssen wir natürlich erstmal direkt ins PD. Ja, der Herr ist wahrscheinlich so aufgewacht. Ja. Was ist denn hier passiert? Boah, ist das die... Das ist die Frau Matuschek? Jawohl! Mensch, sie sehen so verändert aus. Tja, nun, ich bin jetzt fast Anwältin. Ne? Oh, Sie werden Anwältin? Ja, ich habe übrigens zwei Mandanten, die hier in U-Haft sitzen sollen. Ne? Ja, da ziehe ich meinen Hut, den ich leider gerade nicht mit habe. Ja, das ist auch gut, ne? Steht ja auch hier auf meinem Ausweis vorne auf der Titel, ne? Könnt ihr mal gucken. Dann zeigen Sie mir mal. Internationale Anwaltsanwärterin. Oha. Nee. Sie sind Special Agent. Special Agent Matuschek, nee. Oha. Ja, Frau Matuschek, da ziehe ich meinen Hut. Ja, ich auch, aber. So, alle mal bitte zur Seite. Oh. Sehen Sie den Herrn? So, Sie sehen was ist nötig. Ich würde jetzt gerne zu meinem Mandanten. Hallo, hallo, wie geht's dir? Wie siehst denn du aus? Ja, ich werde jetzt. Moment. Was wirst du? Ich werde jetzt Anwältin. Noch mal die Frage. Ach, hör doch auf. Ja, für uns. Wie geht das denn, du? Ja, ich habe jetzt gleich meine Prüfung, ne? Dann wünsche ich dir mal ganz viel Erfolg. Ja. Danke dir und bis später. Bis später. Ja, dann, warten wir mal auf jemanden, der sie vorher bearbeitet hat, ne? So, Aber siehst echt gut aus in deinem Outfit. Geil, ne? Würde ich so mir einen kleinen Notizzettel rausholen und einfach mal schon mal das aufschreiben, Viel was Spaß. Wir hören uns später, ne? Ja, wissen, machen wir, sodass sie Anhaltspunkte haben, falls sie es nochmal vergessen sollen. So, Herr Sheriff. Da kommt der Chief, den können Sie gleich mal fragen. Ich bin nämlich nur Anwärter erstmal. Ach so, Ich kann Ihnen wohl erstmal noch nicht helfen. Ja. Wo ist das nur vorweg. Hier vorne sind sie alle. Ach so, ja, ich sehe gerade. Ja. Danke. Ja, gerne. Warst du kackend oder was? Was haben sie denn gemacht? Immer noch da. Hä? Hat ja echt Spaß. Ja, was sagst du zu meinem Hut? Ja, genau, in Davis Quartz. Ach, boy, grüß dich. Frau Matuschek. Ja, bitte. Rennen Sie denn rum?
Ja, ich bin die. Nee, steht doch in meinem Ausweis vorne. Internationale Anwaltsanwärterin. Ey. Ernsthaft? Ja, ja, und hier sollen zwei Personen in U-Haft sitzen. Zwei meiner Mandanten quasi. So ganz flüchtig? Also Sie sind jetzt Rechtsanwältin. Nee, noch nicht. Ich habe ja heute Abend meine Prüfung. Jetzt hat er mir fallen lassen. So, und jetzt sollen hier zwei Tatverdächtige sitzen. Nee, Tatverdächtige. Ja, nein, es gibt. Wir haben keinen Verdächtigen mehr unten im. Gefängniszelle. Ich habe gerade noch mit dem Skala gesprochen. Der sagte, die sitzen schon in U-Haft. Also, das sollen wohl Bestellte sein. Unten sitzt keiner. Okay, dann muss ich den Skala mal anrufen. Moment. Es sitzt unten keiner. Wir hatten einen vom Shop-Haupt und der ist aber schon entlassen. Ja, ja, nee, das soll ja auch in Anführungsstrichen eine gestellte Situation sein. Meine Prüfung quasi. Ach so, okay. Und da hätte ich gedacht, dass der vielleicht, ja, ich kann ihn ja mal eben anrufen, den Herrn Skalan, ey, vielleicht, sitzt ja wirklich, aber der schrieb ja extra noch, dass hier welche sitzen. Moment, ich rufe den mal eben an. Guten Abend. Frau Matuschek? Moin. Die Frau Matuschek. Was sind Sie denn an, Frau Matuschek? Ah, das erkläre ich dir gleich, Süßer. Das ist eine neue Richtung. Herr Skala, ich bin gerade im Polizeipräsidium, ne? Ja. Und die Kollegen sagen mir hier oben, die Polizisten sagen mir, dass hier keine Verdächtigen sitzen in Haft. Nochmal bitte. Also, es sitzt hier niemand in Untersuchungshaft. Ach so, Ja, hab ich doch geschrieben. Ja, aber das ist doch ein inszenierter. Ja, ich weiß, hätte ja sein können, dass du hier eine inszenierte. Ja, die sitzen doch jetzt nicht ernsthaft in Untersuchungshaft, das ist doch inszeniert. Ja, ja, aber ich habe gedacht, wenn du machst das richtig, naja gut, was soll ich denn jetzt... Nein, ich kann doch niemanden jetzt einfach einsperren. Nein, aber nur zur Tarnung oder so. Na, ich habe mich schon gefreut, die sind schon alle ganz verwundert hier oben, dass die neue Anwältin da ist. Star-Anwältin übrigens, ja, ja. Nein, Frau Matuschek. Okay, das ist eine inszenierte Verhandlung, die sitzen nicht in Untersuchungshaft, ja, nur in der Geschichte sitzen. Ach so, in der Geschichte, okay. Und dann die Geschichte fängt dann an um 20 Uhr bei dir im Büro da. Ja, machen Sie 19:30, dann haben Sie noch die Möglichkeit, mit Ihrem Mandanten zu sprechen. Ja, das ist doch gut. Okay, dann kläre ich die Situation immer auf, weil die sind alle schon, die fallen ja hier vom Glauben ab, ne? Ja, genau. Alles klar, Herr Skyler, ne? Ja, ja, machen Sie es gut. Ja. Mein Gott, hat der einen Stock im Arsch, ey. Ich hab gedacht, der macht jetzt hier richtig ein. Was ist das für ein Prüfer, ey? Hey, Teebeuteln! Also, Freunde, ich möchte aber schon mal eins klarstellen, wo wir gerade hier alle zusammenstehen. Ja, steh doch mal wieder auf. Das sieht ja aus. Okay, dann hörst du mich auf dem Boden. Also, wenn ich euch mal anpfeife oder so, ne, weil ihr irgendwelche Regeln missachtet habt oder sowas, ne, nehmt's nicht persönlich. So, das wollte ich sagen. Was habe ich hier eigentlich für Preisschild da hinten noch dran? Naja, wir sind geschulte Polizisten. Ja. So, wie gesagt, also, mir wird dieser Fehler nie passieren, bei den Rekruten kann das passieren. Ja, ja, ich sag halt nur, falls dir mal... Keiner ist ja unfehlbar, oder wie das heißt. Ne? Nein, wir sind alle nur Menschen. Genau, da genau, haben genau. Sie vollkommen recht. Genau, und deswegen wollte ich es nur vorher sagen, ne? Weil nicht, dass ihr dann aufregt oder sowas. Ne? Das heißt, Frau Matuschek, Sie haben jetzt Ihren Beruf als Taxifahrerin wohl aufgegeben. Ja, noch nicht, ne? Kommt nachher drauf an, wie der Skala sich so macht. Ne? Ja, Herr Skala, aber wenn ist das, Prüfer, ne? Ja, ja, richtig. Aber wenn das so ist, dann gebe ich den Beruf natürlich als Taxifahrerin auf, ne? Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie Sie sich als Anwältin machen. Ja, ja, ich auch. Geben Sie sich große Mühe? Ja, ja, mache ich immer. Nee. Weil, wie gesagt, sonst sitzen Sie weiter in dem Taxi. Ich glaube, darauf haben Sie keine Lust mehr. Ich Ach mein, doch, auch, aber... Naja, was, wie soll man das sagen, ich kann es ja mal probieren, ne? Das stimmt. Naja, gut. Wie findet ihr denn meinen Hut? Ich wollte erst so eine Nacho-Schüssel nehmen, wie er da hat, aber das... Also, Frau Matuschek, ganz ehrlich, ohne Hut sehen Sie besser aus. Echt? Soll ich den Hut mal abnehmen? Nehmen Sie den Hut mal ab. So. Sieht viel angenehmer aus. Ja, 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 dann mache ich das viel so. Freundlicher. Ja, 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 freundlich soll es ja aussehen, ne? Passt auch meine Farbe zur Weste. Ja, der Carlo. Genau, ja, das passt viel besser. Ist das? Ist wieder ja, Hute, danke für den Tipp. Nee, dann, ja, passt auf, Freunde, dann sehen wir uns ja vielleicht bestimmt, ach, wir sehen uns so bestimmt sowieso, sehen wir uns aber vielleicht in anderer Rolle oder so. Aber bist du gekündigt, ja. Dann bis später, ne? Bis Macht's später. Gut. Tschüss, Braunbär. Ach, wir haben schon wieder gehört, wer der Bär ist. Tschüss. Nicht auf den Mächtig? Ja.
Ich hoffe, das, was ich gerade gehört habe, das wird nicht in die Tat umgesetzt. Was denn? Was denn? Warte mal, ich muss mal hier gucken. So, jetzt bin ich hier, Flüster. Ja, weil ich habe gerade so irgendwas mitbekommen von wegen Taxiunternehmen verlassen. Nein, pass auf, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, weil offiziell kann ich ja als Anwältin nicht mehr im Taxiunternehmen sein, ne? Ja gut, ich sag mal so, du musst ja keinen Taxijob ausführen. Ja, genau. Du kannst ja trotzdem unter der Hand die Leitung weiterhin in deinen Händen haben. Ja, ja. Du musst dich nur beim Arbeitsamt dann abmelden, ne? Ja, das passiert ja, glaube ich, dann automatisch, wenn ich Anwältin bin. Ach so. Aber so kann ich uns immer raushauen, verstehst du? Ja, weil das letztes... du kriegst auch gute Informationen, davon mal ganz abgesehen. Ja, genau. Und letztes tat mir der Wodka so leid, weil der so lange sitzen musste, ne? Weil er kein richtiges Anwaltsverfahren hatte. Ja, das stimmt schon. Vielleicht bestehe ich es ja auch gar nicht, das weiß ich ja auch nicht. Das stimmt, klar. Das müssen wir erstmal abwarten. Willst du irgendwo hin, oder? Nö, ich hab ja mal Taxi hier, ne? Ach so, das sein. Ich dachte, das wäre von hier Mr. Flachmann. Nee. So, weißt du, was ich noch gehört habe? Was denn? Das war vorgestern. Da wurde Marty, glaube ich, eingepackt. Von der Grove Street. Oh, okay. Und vom Krankenhaus rausgeschmissen. Wer verletzt. Also er war wohl ohnmächtig. Ach du Schande. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Oha, oha. Ja. Nee, dann wünsche ich dir viel Spaß, ne? Ja, danke, danke, werde ich haben. Und der ist in Arizona, ist der Wodka denn jetzt auch da? Ich war gestern im Kurzurlaub. Ah, okay, ja, habe ich gemerkt, gestern war ich da. Ja. Pass auf, da musst du erstmal die Leitung mit übernehmen, wenn der Wodka nicht da ist. Ist der immer noch im Gefängnis oder wo ist der? Nee, der ist gestern rausgekommen, ich habe den abgeholt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der noch schläft, ey. Ach so, Aber dann müsstest, wenn der nicht da ist, musst du die Leitung übernehmen. Ja, ich sag mal so... Es macht der Rang höchste, ne? Ja, ja, genau, der bist jetzt du. Deswegen. Ja. Nee, hab ich dir das schon erzählt mit dem Munitionsherstellen? Nee. Das ist bei 1007, Postleitzahl 1007. Das haben wir auch gefunden. Das ist so ein Trailerpark. Wenn du da rechts reinfährst, steht ein Wohnwagen. Der einzige, also da sind in dem ganzen Gebiet zwei Wohnwagen, die nicht abgeschlossen sind. Und rechts, wenn man reinkommt, steht einer irgendwo. Ah, okay, da, ja. Kann man dann Munition erstellen. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, was man da braucht. Und zwar, das sind 140 Metallschrott, 250 Stahl und 60 Gummi. Komm mal mit. ...50 Magazine bekommt man dafür. Oh, krass. Ja. Das ist gut. Ich hab nämlich doch schon. Dann müssen wir es irgendwo lagern mal, wo wir alle immer drankommen. Wir haben gestern schon ein paar Sachen organisiert. Ich habe schon Stahl eingekauft beim Ressourcenverkauf, hab mich dahingestellt und die Leute angequatscht. Und das halt so ein bisschen teuren Preis gekauft. Ne? Nur das Gummi wird schwierig. Also wir haben jetzt 33 Gummi, aber wie ich gehört haben soll... soll Gummi zurzeit für $1000 das Stück verkauft werden. Was mich ein bisschen wundert, weil die Rechnung geht dann nicht mehr auf, ne? Ein Magazin kostet $500. Du bekommst 50 Stück da raus. 50 mal 500 sind 25.000. Ja, und 60 Gummi mal 1000 Euro sind schon 60.000. Das passt irgendwie nicht. Aber wir würden es halt erstmal ausprobieren wollen. Haben wir denn einen Schrank oder sowas, wo wir... Ja, ich habe halt das in meiner Wohnung jetzt eingelagert, ne? Okay, weil ich habe jetzt dabei auch noch ein bisschen, was ich vorhin gefunden habe. Ich habe noch, ja, was war, Plastik, aber na gut, Aluminium? Ja, ich sag mal so, ich weiß noch nicht, was man damit anfangen kann. Ich habe es jetzt trotzdem mit eingelagert, wer weiß, wofür es gut ist. Ja. Weil zu Hause haben wir ja genug Platz in den Schränken immer. Ja, dann lagere ich das auch. Ich habe noch jetzt 23 Metallschrott. Ja, also Metall, Stahl und Gummi ist ganz wichtig. Also Gummi ist am wichtigsten. Stahl und Metall findest du ja so ohne Probleme. Oder kaufst es halt eben, aber Gummi ist schwer dran zu kommen. Ja. Das ist halt die Sache, ne? Ja gut, dann lagere ich das auch immer ein. Da müssten wir mal fragen, ob wir vielleicht ins Taxiunternehmen, ich kann das jetzt nicht mehr fragen, aber ob man da vielleicht, ob wir da einen Schrank hinkriegen, wo nur wir drankommen quasi. Ja, irgendwie mit dem Passwort.
oder genau, einem Zahlenschloss. Richtig, irgendwie sowas, weil da könnte man das immer da reinlegen. Ja, das wäre durchaus einfacher. Irgendwo in der Werkstatt, so ein Schrank oder so. Richtig, richtig, richtig. Ja gut, pass auf, ich wollte das zwar gerade weggeben, aber alles gut. Dann lege ich das auch erstmal bei mir in den Schrank und ich muss hier diese Marke ablegen und Ja, ich hab's mitbekommen. Naja, Idioten. Sieht sonst zu gefährlich aus. Ja, aber sieht cool aus, oder? Ja, macht Eindruck, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, ja gut. Nee, alles klar. Ja gut, dann guck ich mal, dass ich das heute Abend bestehe. Achso, wenn du das bestanden hast, dann bist du ja das öfteren im PD wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Dann halt mal Ausschau nach einem Officer mit, dunkelhäutiger Officer mit Rasterlocken. Okay. Der spricht so, ich glaube, Spanisch die Richtung. Ja. Also so spanischen Akzent hat der. Vielleicht findest du den. Wenn du den gefunden hast, dann sprich den mal an. Der soll wohl ein bisschen abseits unterwegs sein. Okay, gut. Vielleicht kann man mit dem auch noch ein paar Deals machen, wegen Waffen etc. Klingt gut. Jo. Alles klar. So, dann. Achso, und der eine Marshall, der da gerade bei war. Nein, ja. Das war ja ein Mann und eine Frau. Der eine, das ist Marco Falk, der ist auch gut drauf. War der nicht mal so bei uns auch gewesen? Nee. Ah, der Name sagt mir was. Naja, gut. Ja, ich hab dir schon mal davon erzählt. Achso, ja, deswegen vielleicht. Oh nein, da kommt der Dings, ich muss los. Ja, los. Dann bis später. Ja, danke, und ich melde mich bei dir, ne? Jo, ciao. Ciao. Hey, du hast ja bis zum Ende geguckt. Herzlichen Glückwunsch, dass du hier auf diesem Kanal bist. Und da du ja anscheinend ein Suchti bist, haben wir natürlich für euch hier oben das letzte Video und hier vorne das empfohlene Video für euch. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich lese die nämlich selber. Oder auch ein Abo dalassen. Das wäre natürlich noch am besten. Und einen Daumen hoch. Dann haben wir es alles fertig. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.